Jo, hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Minecraft-Tutorial. Heute baue ich mal eine Lockheed SR-71, vielleicht auch besser bekannt als die Blackbird. Die Lockheed SR-71 ist ein Mach 3 schnelles, sehr hochfliegendes, zweistrahliges Aufklärungsflugzeug, das von 1966 bis 1998 im Einsatz der US Air Force operierte. So, mal wieder von Wikipedia abgelesen, hab da ein bisschen was gelernt. Aber jetzt schauen wir uns mal das schöne Flugzeug hier an, Mach 3. Ey, das ist doch dann die dreifache Schallgeschwindigkeit, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist ja übelst schnell. Da habe ich das Teil mal hier hingebaut auf meiner Tutorial-Map. Das werden wir heute bauen. So, liebe Leute, es besteht, ja, wie ihr seht, größtenteils aus schwarzen Blöcken, beziehungsweise aus schwarzen Beton benutze ich für dieses Tutorial. Dann fangen wir doch direkt mal an mit diesem schönen Hochgeschwindigkeitsflugzeug. Ich glaube, wir bauen das mal hier hin. Wir gehen einfach hier auf die zweite Ebene, setzen vorne einen Block hin. An der Seite müssten das drei gewesen sein, jeweils. So, ihr könnt die Mitte auch so ausbauen hier. Ich hoffe, man erkennt das ganz gut. Das sind drei Blöcke und hier vorne ist ein Block, weil schwarz, da sieht man die Übergänge nicht so wirklich. So, gehen wir mal kurz gucken. Da seht ihr das. Dann als nächstes kommen hier diese zwei Blöcke hin. Wir werden das Schritt für Schritt hier bauen, damit ihr das auch locker easy hinbekommt. Also hier diese zwei Blöcke hin. Wie gesagt, wir können das hier, ich glaube, wir können das hier auch so ausbauen. Das dürfte kein Hindernis sein. So sollte das dann aussehen. Jetzt hier an der Seite kommen 14 Blöcke hin. So, ein Block haben wir ja schon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ich glaube, das wird 5 breit werden, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, eine Breite, Dreierbreite, Fünferbreite, okay, ne, das wird doch ein bisschen weiter. Es wird eine 7er Breite, wird das, also 7 breit wird das Flugzeug werden. Aber das ist für ein Flugzeug jetzt nicht so episch breit, muss ich dazu sagen. Es ist auch nicht so wirklich lang, es passt auf, hoppala, ein zu lang, 14 Blöcke in der Reihe sollen das hier sein. Es passt, wie gesagt, auf jeder Map drauf, das kriegt er locker hin. Dann brauchen wir erstmal unseren schönen Endstab hier als Spitze und dann brauchen wir diese schönen Blöcke polierte Schwarzstein-Ziegelstufen. Da brauchen wir sehr viele von. Als erstes müssen wir hier drei reinsetzen und dann zwei und dann nochmal zwei. Okay, werden wir das mal tun. Kurz mal schauen. So, Spitze muss vorne frei bleiben. Das heißt, wir setzen hier 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2 und setzen schon mal vorne hier so die Spitze hin. So sollte das dann aussehen. Wie gesagt, ich musste mal ein bisschen abgucken. Ich habe das Tutorial erst einmal gebaut. Also dieses Exemplar habe ich erst einmal gebaut. So, okay. Okay. Deswegen muss ich auch ein bisschen mal abgucken. Aber bei so großen Tutorials ist das nicht unüblich. So, baut das einfach hier so hin. Ja, könnt ihr jetzt hier, man kann den Boden natürlich ausbauen, dann ist das leichter für die Stufen hier, damit ihr die Stufen leichter draufsetzen könnt. Müsst ihr aber nicht unbedingt machen. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht. So, dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Wuppala. Okay, hier brauchen wir nämlich noch mal eine Treppe davon. So, und dann ziehen wir mal, gucken wir gleich mal. So. Ich glaube, hier war das so. Und dann kommt hier die Treppe hin. Ich glaube, ich schau mal eben, ich glaube, ich baue das hier. Ich glaube, ich baue das hier. Ne, ich baue das hier nicht aus. Erstmal muss ich gucken, wie viele Blöcke ich überhaupt hierfür brauche. Das schauen wir mal eben kurz. Schwarz auf schwarz sieht nicht so gut aus. Hätte ich abziehen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay, 17 Blöcke. Gut. Weil die Maße müssen schon stimmen hier, damit das alles so schick aussieht. 17 Blöcke ab hier, ne, ab dem Block. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, dann machen wir mal hier weiter. Und okay. Ein länger, also 18 von diesen Stufen jetzt hier, von diesen Stufen, 18 Stück direkt hier nebenan bauen. Gut, gehen wir mal hier rüber. Da brauchen wir nicht großartig zählen, das muss nur eine Überlänge haben.
So sollte das dann aussehen. Und ich meine, hier kam dann die Stufe hin. So, das ziehen wir jetzt mal eben zu hier. Also es ist echt nicht schwer. Es sieht zwar groß aus, das Tutorial, aber es ist wirklich nicht schwer. Hier meine ich, habe ich jetzt den schwarzen Betonblock reingezogen. Ich muss mal kurz schauen, wie weit ich den gezogen habe. Also von hier. Wut. Okay. Bis zwei Blöcke hier überlassen. Bis dahin ziehen wir jetzt erstmal den schwarzen Betonblock und setzen da dann einen Tageslichtsensor rein. Wut. Seht ihr, es geht eigentlich recht schnell. Das Fahrzeug, ach, das Flugzeug ist nicht begehbar, ne? Nur so zur Information. Tageslichtsensor rein. So. Kann man begehbar machen. Platz wäre eventuell da. Ich muss zwei Blöcke freilassen. So. Und der Tageslichtsensor kommt da rein. So, bis jetzt war das eigentlich eher noch nicht große Kunst hier. Das kriegt er hin auf jeden Fall. So, gehen wir mal hier hin. Dann, ich werde nur einen Flügel bauen, weil die sind ja beide identisch. Werden wir jetzt hier unten mit unserem Flügel anfangen. So, okay. Zwei Blöcke und dann nochmal drei. Okay. So, werden wir mal hier diese Seite hier bauen. So, und jetzt eins, zwei, drei sichtbare hier. Eins, zwei, drei Spitzen meine ich. Man kann auch vier nehmen. So sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Können wir eben auf diese Seite gehen hier. Seht ihr, das sind dann auch vier Stück. Ja, dann wird das einfach zugebaut hier. Gut, wenn wir es mal eben hier ein bisschen zubauen. Einen Moment. So. Da könnt ihr natürlich auch einen Block für benutzen. So. Ich meine, so sollte das dann aussehen. Ich muss immer ein bisschen gucken. Ich gucke lieber mal hier auf meiner Seite hier, dass ich die richtige Seite erwische. Okay, es gehen immer zwei Blöcke nach hinten, außer beim letzten gehen drei Blöcke nach hinten. Gut, schauen. Seht ihr, wie ich das meine? Immer zwei Blöcke nach hinten, zwei Blöcke nach hinten, zwei Blöcke nach hinten. Hier sollten das auch zwei Blöcke sein und hier sind es dann drei Blöcke. Hoppala. Ah. Sind nämlich zu viele weg. So sollte dann die Seite aussehen. Dann gehen wir mal hier nochmal rüber. Weil ich glaube, jetzt werden wir mal die Turbine anfangen zu bauen. Und zwar, die Turbine ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke. Wir orientieren uns an diesem Block. Da setzen wir jetzt 8 von diesen Betonblöcken hin. Schwarzen Betonblöcken hin. Und zwar hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das können wir zu einer Platte formen. Ich meine, ich kann eine Dreierplatte machen. So, 3 mal 8 halt. So sollte das dann aussehen. Gehen wir mal rüber. Und dann können wir auch schon mit dem Detail hier anfangen. Wir brauchen auf jeden Fall hier einen Laserschädel, brauchen wir. Dann brauchen wir hier diese Steinziegelmauern dafür und Teppiche. Wenn wir das jetzt mal in Angriff nehmen. Okay. Setzen wir jetzt erstmal zwei hier vorne dran. Dann diesen Wither-Skelett-Schädel dran. Diese Ziegelsteinmauern hatte ich, glaube ich, auf diese Höhe dran gemacht. Genau, alles gut. Dann kommt der Teppich hier vorne hin. Tageslichtsensor kommt dahin. Okay. Dann geht es weiter mit den Stufen. Setzt drei Stück so hin. Und hoppala. Und setzt dann nochmal zwei einfach nach hinten. Mitte könnt ihr ausbauen. Und schwarzen Teppich einfach nur drauf. So sollte das aussehen. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell. Ansonsten pausiert einfach. Okay, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Okay, 5 Blöcke kommen jetzt ab in die Reihe. 2, 3, opa, 3, 4, 5. So,
Ganz hinten, hier unten drunter kommt die Turbine gleich noch. Ja, das können wir eigentlich auch ausbauen hier. Können wir bis hierhin fertig machen. So, Teppiche. Kam da Teppiche drauf? Nein. Eins, zwei. Und diese Stufe kommt da halt drauf. So sollte das dann aussehen. Ja, dann können wir schon mal vier. Nochmal vier. Unser, ich weiß gar nicht, wie man das hier nennt hier. Unser Ruder, das werden wir jetzt mal eben bauen hier. Eins, zwei, drei, vier. Nochmal doppelt drauf. Dann gehen wir nach innen. Das sind diese typisch gebogenen, ja, Flügel, so will ich es mal nennen hier. So sollte das dann aussehen. Vier Breite, also vier Länge halt, ne? Und dann, ach okay, dann habe ich einfach nur ein Dreier drauf gemacht. Alles klar. Und hier oben kommt dann noch so ein, ja, so ein Dreierkamm drauf halt. Mehr wird da gar nicht gemacht. So sollte das dann aussehen. Gut. Weiter im Text. Setzt einfach hier jeweils zwei von diesen Treppen hin. Hier unten kommt jetzt, jetzt. Mal kurz schauen. Okay, bei den Fünfer unten drunter. Fünf habe ich gemacht. Gut. So, wir werden jetzt unsere Turbine machen. Hier oben kann auch noch mal so ein schwarzer Block einfach rein. Unten drunter werden wir jetzt auch noch mal jeweils Blöcke bauen, weil wir müssen unsere Turbine hier formen. Und zwar machen wir das so. Da, opala, nein, da und da kommt noch einer rein. Seht ihr, das ist dann so unsere Turbine. Ich muss auch gerade schauen, ob ich das hier exakt so gebaut habe. Ja, das sieht eigentlich relativ richtig aus. So, ja, dann bleiben wir hier hinten. Setzen erstmal vier von diesen Stufen hier hin. Hoppala. Und zwar ab hier. Eins, zwei, drei, vier. Obwohl, das habe ich jetzt. Nein, nein, nein. Das ist die Mitte. Wir müssen nach außen gehen. Hier kommen die hin. Eins, zwei, drei, hoppala, drei, vier. Setzen die einfach erstmal so hin. Dann eins, zwei, drei, okay. Vier, drei, zwei und zwei nach vorne. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Und so sollte das dann auch sehen. So, exakt wie hier. Gut, dann werden wir jetzt erstmal hier weiterbauen. Setzen wir hier zwei Blöcke hier vor. Kurz mal schauen. Okay, dann geht das einfach immer. Okay, die nächsten sind dann 3, 2, 2, 3. Okay, als nächstes kommen hier drei dran. So, dann kommen hier zwei dran. Hoppala, nicht da unten. Ich zeige euch das gleich nochmal in Ruhe. Zwei, drei Blöcke. Zwei Blöcke, zwei Blöcke. Und hier am Ende haben wir nochmal drei Blöcke. Und ich glaube, hier waren auch nochmal zwei dran. Ja, so sollte das dann aussehen. Ist nicht so schwer. Es kriegt auf jeden Fall hin, liebe Leute. So, hier unten muss ich noch ein bisschen was machen. Okay, ein Block vorne frei. Und zwar. Oh, das sehe ich gerade gar nicht so richtig im Bildschirm. Oh ne, ich muss nur einen weiter nach hinten. So. Könnt ihr eigentlich hier auch so hinten ausbauen. Hätten wir auch vorhin machen können. Einfach hier nochmal unten ein bisschen Beton reinsetzen. So. Ist vielleicht ein bisschen einfacher dann hier so zum Bauen. Dann hier nochmal eine Stufe hin und da nochmal eine Stufe hin. Ich muss gerade mal schauen, ob das alles so korrekt ist. Das sieht doch wunderbar aus. So. Gut. So haben wir schon mal einen Teil der Turbine fertig. Jetzt gerade mal schauen, ob das alles so stimmt mit den Maßen. Kurz. Ja. Ja, jetzt gehen wir hier in die Mitte. Wir müssen ja noch ein bisschen was mit Schwarz ausarbeiten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.
Sieben. Okay. Dann gehen wir mal hier hin. Hoppala. Wir können das schon so machen. Einfach so ein bisschen schon mal ausbauen. Ich muss gleich noch mal hier unten drunter würde ich euch raten, das hier vorne oder hier hinten zumindest so ein bisschen auszubauen. So, weil dann kann man nicht unbedingt durchs Flugzeug reinschauen. Das sieht da ein bisschen komisch aus. So, jetzt muss ich gerade noch mal schauen, wie weit wir reingehen müssen vom Flügel her. Gut, hier müssen wir hin. Okay, hier waren es glaube ich 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, und dann geht es immer eins weiter rein. Okay. Gut, dann legen wir mal los hier. 1, 2, 3 haben wir. 4, 5, 6, 7. Und jetzt zieht ihr einfach die anderen auch auf diese 7er Länge. So. Jetzt mal gerade gucken, Richtung Rakete, ob ich da auch. Ach, Richtung Rakete. Richtung Antrieb. Okay, da habe ich auch nochmal 2 hingemacht. So. Das heißt, hier hinten müssen wir auch nochmal 2 hinmachen. Und hier schließen wir das einfach so zu. Ich zeige euch das mal ganz in Ruhe, wie wir das gemacht haben. Seht da, ab hier orientiert euch einfach hier an der ersten Stufe. Und hier 2 freilassen zum Beispiel. Oder orientiert euch einfach an den Tageslichtsensor hier. Dann 7 Stück nach oben. Und dann zieht ihr den Rest einfach so weiterhin zu. Gut. Dann kommen wir jetzt mal weiter zur Mitte hier. Hier müssen wir auch noch ein bisschen was machen. Wie weit bin ich denn da? Kurz. Okay, wir haben nur die Treppe und dann ist. Okay, dann ist abgeschnitten. Dann schauen wir doch mal weiter hier. Da muss ich noch 1, 2, 3. Okay. Okay, dann machen wir das mal. 3, 2, 3. Okay. So, musst du mir das kurz mal einprägen gerade. Hier hinterm Tageslichtsensor setzt ihr bitte 3 von den Stufen hin. Oberhalb kommen 2 hin. Wie gesagt, hier 3. Oberhalb 2 hin. Und hier war es meiner Meinung nach auch 3. Muss ich gerade mal schauen. Okay, die kommen da oben aber drauf. Wut. Ab dieser Stufe hier, ne? Ab dieser Treppe. So, setzt er hier 3 drauf. 1, 2, 3. Ja, ist halt doppelt. Aber so sollte das dann aussehen. Gehen wir mal wieder rüber. Wute, so sieht das ja immer. Seht ihr das alles immer doppelt? So, da kommen noch 3 von diesen schwarzen Betonblöcken hin. Und hinten dann einfach nochmal eine Treppe. Gehen wir mal hier rüber. Zack. Müssen wir ja nicht weit fahren, haben wir Glück gehabt. 1, 2, 3. Oh, zum Abschluss noch den dran. Und jetzt ziehen wir das einfach hier so komplett zu. Ohne viel Schnickschnack. Könnt ihr euch hier orientieren. Die Höhe muss ich mal. Ah ne, das war gar nicht die Höhe. Die Höhe war, glaube ich, hier. Genau. Ab hier. Zieht ihr das einfach so zu. Oh, ich sehe gerade, warum ist das eine Zweierbreite? Haben wir uns bei der Länge oder habe ich mich bei der Länge ein bisschen vertan? Ich muss auch gerade schauen. Sind doch 3 Blöcke. Hier sind das auch 3 Blöcke. Okay. Und hier habe ich 3. Da sind 2. Gerade was schauen. Okay, 2, 2. Hinten 3. 2, 2. Oh. Oh, das sind 4 hier. Hier dürfen es nur 3 Blöcke sein. Ach, ich glaube, ich bin ein bisschen weiter nach vorne. Oh, sorry, Leute. Wir machen das mal kurz weg hier. Killt mich bitte nicht, falls ihr das bis hierhin gebaut habt. Das kriegen wir hin. Wir bauen erstmal hier die Dreier. So ist es auf jeden Fall richtig, wenn ihr 3 Blöcke hier in der Breite habt. Ich glaube, hier können wir das auch mal eben zubauen. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Wo das Problem liegt. So. Oh, ich sehe gerade, ich habe mich in der Höhe, glaube ich, vertan. Auch immer diese großen Tutorials, wo ich mich vertue.
Seht ihr, diese Flügelhöhe ist genauso hoch wie diese, oder? Ne, die ist sogar ein höher. Die ist ein höher angesetzt. Die muss hier hin. Moment, gut, werden wir das mal kurz wegziehen hier. So, 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 so. Ich würde mal sagen, ich baue das mal eben dran, ne? Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mal eben meinen Fehler wieder ausgebessert. Sorry nochmal dafür, liebe Leute. Ich habe mich auf der Höhe vertan. Ihr müsst euch einfach auf diese Höhe orientieren. Ihr setzt einfach hier die erste Stufe an, könnt euch hieran orientieren. Und dann ist zum Beispiel diese Schwarzstein-Ziegelstufe ist ein höher als zum Beispiel als diese. Also ihr müsst euch auf die zweite Ebene konzentrieren hier, die hier gebaut worden ist. Und so hoch ist dann auch diese Ebene. Jetzt zeige ich euch das nochmal. Einfach hier zwei Stufen dran, dann die nächsten drei Stufen, zwei Stufen, zwei Stufen, drei Stufen und am Ende wieder zwei Stufen. Ja, ihr könnt euch auch von hinten nach vorne arbeiten. Setzt einfach vier von diesen Treppen hin. Seht ihr, vier in eine Reihe. Lasst bitte hier einen Block frei vorne und dann macht ihr das einfach mit schwarzem Beton ausmalen. Das sind dann, ausfüllen. Das sind dann fünf Blöcke. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann nochmal drei Blöcke und dann zwei und dann ein Block. Und so ist dann das kleine Missgeschehen wieder erledigt, liebe Leute. So, ja, dann hier vorne auch wichtig, dass ihr hier zwei Blöcke frei habt. Da auch zwei Blöcke, zwei Blöcke, zwei Blöcke und dann hier drei Blöcke. Da hatten wir vorher vier. Also so sollte das dann aussehen. Also das heißt von hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke einfach hinbauen. Dann geht die hier zur Seite. Nimmt die beiden raus und zieht einfach nochmal den Betonblock hier so rein, damit ihr dann auch hier drei Blöcke so in der Mitte frei habt, so dass ihr ungefähr mit den Maßen klarkommt, die ich euch hier so vorgegeben habe. Ja, liebe Leute, so ist das Tutorial auch schon fertig. Am Ende nochmal einen kleinen Fail. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber das kann man ja schnell wieder erledigen. Ja, hinten könnt ihr dann auch hier einfach mit den Glasscheiben, mit den roten Glasscheiben oder gelben Glasscheiben, wie ihr auch euren Antrieb hier machen möchtet, einfach so in die Länge ziehen, könnt es ewig weit ziehen und dann habe ich das einfach so gemacht. Sieht ganz cool aus, wenn ihr das Flugzeug in die Luft baut, sieht das ganz cool aus, wenn hinten so diese Düsen da oder dieser Antrieb da rausschaut, ne? Also ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt, diese Turbulenzen halt, ihr wisst, was ich meine, liebe Leute. Ja, schauen wir uns das Tutorial nochmal an. Wie gesagt, der andere Flügel wird exakt so gebaut. Guckt euch einfach das Video ganz in Ruhe an, pausiert einfach und dann denke ich mal, kriegt ihr das auch hin. Gut, da bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen, außer habt viel Spaß mit dem Flugzeug. Ich finde es ganz cool, das Flugzeug. Es ist wirklich nicht schwer zu bauen. Wie gesagt, ich habe es erst einmal gebaut, da links, und jetzt das zweite Mal. Den kleinen Fail entschuldige ich. Und ja, viel Spaß beim Nachbauen. Haut auf den Like-Button und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Minecraft Tutorial. Also Leute, ciao!